Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Story of Seasons, A Wonderful Life. Langsam geht's wieder los. Falls ihr den Part seht, habt ihr auch schon gesehen, dass schon ein, zwei andere Parts auf dem Kanal erschienen sind. So wie Age of Empires 2, die Attila-Kampagne, dass wir die endlich abgeschlossen haben. Ein, zwei Folgen Rimworld, glaube ich, oder nur eine. Ja, langsam geht's wieder los. Ich komme jetzt langsam wieder rein. Ich fange jetzt auch an, wieder Content aufzunehmen. Also diese Woche, beziehungsweise nächste Woche wird noch etwas holprig, aber sagen wir mal, ab November wird's gut. Also ab der zweiten Novemberwoche, so ab 6. November könnt ihr sagen, kommt alles wieder regelmäßig. Regelmäßige Parts. Ich habe vor, zum Beispiel für die, die es interessiert, jetzt hier bei Story of Seasons, die vielleicht auch an Fashion Dreamer interessiert sind, das versuche ich dann täglich rauszubringen. Das kommt aber erst halt am 3.11. raus. So, ne? Aber ja, ich versuche halt auf jeden Fall wieder regelmäßig Content hochzuladen. Mir geht es jetzt wieder einigermaßen besser, könnte man sagen. Also nicht mehr so schlecht. Auf jeden Fall fühle ich mich jetzt wieder irgendwie bereit, jetzt neuen Content aufzunehmen. Auch wenn ich manchmal jetzt nicht so happy sein kann. Ich glaube, am 3.11. wird das nochmal ganz anders sein. Da werde ich total aufgeregt sein, wenn Fashion Dreamer rauskommt. Aber generell versuche ich mein Bestes. Weil ich glaube, es wird mir helfen, wieder regelmäßig aufzunehmen. Weil, naja, man braucht halt das halt irgendwie. Man muss halt wieder reinkommen. Und je länger ich dann halt doch warte, desto schwieriger wird es wahrscheinlich. Darum machen wir jetzt auch mit Story of Seasons weiter. Da wollte ich ja bis Jahr 5 spielen. Wir sind jetzt Jahr 3. Sind wir im dritten Jahr? Ich glaube schon, ne? Im dritten Jahr im Sommer? Echt jetzt? Ja, okay, dann sind wir halt im dritten Jahr im Sommer. Geht auch. Ne? Dann ist aber dann praktisch Halbzeit. Also, wenn wir den Sommer beendet haben, ist Halbzeit, so gesehen. Ich habe keine Aufträge. Ich habe no money. Ich habe aber den Stall voll. Ich bin der Meinung, irgendwer wäre... Bibbel, stimmt. Bibbel und Annika waren wieder, ne? Stimmt, Bibbel und Annika. Die sind richtig. Geflügelstall. Hatte ich nicht auch noch irgendwas in Auftrag gegeben? I don't know. Wir haben Sommer. Morgen ist das Feuerwerk. Sehr gut. Falls es regnet, fällt es aus. Als wird es ausfallen. Ich bitte euch. Und mein Haus, mein Dings, mein Bums. Wir holen erstmal das Geflügel raus und gucken. Erstmal müssen die Tiere raus, das ist wichtig. Damit die dann fressen können und dann... Mäh. Ich habe gefragt, was der bessere Melker bringt. Also anscheinend kann ich da mehrere Tiere in der Umgebung melken. Es ist jetzt nicht so, dass wir so viele Tiere hätten, die wir melken können. Aber okay, wenn das Spiel sagt, ist in Ordnung. Ja, hört auf mich an zu mauzen, sag ich schon. Es sind Schafe. Es sind Schafe. Ich bin noch nicht ganz, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz dabei. Verzeiht. Meh. So, ich hatte noch eine Ziege. Wo ist meine Ziege? Ich glaube, ich habe jetzt die. Ich habe meine Ziege verloren. Die muss hier auch irgendwo rumgurken. Da, ich habe sie gefunden. Die ist so klein. Ich muss mal die Musik für mich ein bisschen lauter machen. Ey, was ist denn los? Ja, Ich stand zwar vor der Ente, aber... Wenn es die Ziege getroffen hat, ist auch gut. Ich beschwere mich doch nicht. Was habe ich denn da hinten? Ja, habe einen Sommer. Und es geht voll los. Ich habe auch gefragt, was ist das mit dem... Mit dem... Stimmt, das war was anderes. Was ist das mit dem... mit dem Teddybären, den man bei Wann kaufen kann.
Und zwar tatsächlich soll der ein Event auslösen mit dem, mit unserem Kind. Was cool ist, bestreite ich nicht. Aber ich kriege das Geld nicht zusammen, also werden wir das wahrscheinlich nicht sehen. Was ein bisschen schade ist, aber okay. Wenn das Spiel sagt, nee, dann gibt es halt nicht. Mein Gott, dann ist es halt so. Genau, die kommen ja dahin. Was ich auch noch fragen wollte, zwar kommt dieses Let's Play und sehr gut bei euch an, ne? Also, das wird schon eher geguckt als so manch anderes Let's Play von mir, was auch vollkommen in Ordnung ist. Die Frage ist, habt ihr noch so, okay, hier ist nichts, ne? Das sind auch wieder 5. So, das, was ich fragen wollte, war, dieses... Hättet ihr denn Interesse daran, beziehungsweise, das haben wir ja schon mal gemacht, ne? Dass wir ein anderes, ein zweites Farmspiel noch dazugenommen haben. Ob ihr daran nochmal Interesse hättet, dass wir nochmal ein zweites Farmspiel zu nebenbei spielen im Stream? Oder ob ihr sagt, ne, macht lieber erstmal nur das hier fertig. Auch wenn es ein bisschen länger dauert, aber macht das hier fertig. Und dann später abstimmen. Ich werde auf jeden Fall einen reingeschaut machen zu Fae Farm. Das habe ich jetzt nämlich auch. Und könnt ihr euch das schon mal so ein bisschen angucken. Also ich wurde ja gefragt, ob ich vielleicht mal so ein Video machen kann, wo ich alle Farmspiele, die ich habe, vorstelle. Damit ihr euch besser entscheiden könnt. Würde ich ganz gern machen, ist aber gerade nicht möglich. Weil das sehr viel Aufwand ist und sehr viel Arbeit, die Xeno machen müsste. Und dafür hat er leider gerade keine Zeit. Und ich habe von Technik keine Ahnung. Ich weiß, es ist so traurig, ne, dass ich so abhängig bin, dass ich meinen eigenen Kram hier so nicht machen kann. Mit Rendern, Schneiden, etc. pp. Aber ich bin echt so ein Technik-Depp. Das ist, das darfst du keinem erzählen. Es tut mir auch leid, aber selbst wenn ich mich so hinsetze und versuche, mich damit zu beschäftigen, denke ich so, oh, mir platzt gleich der Kopf. Weil es einfach so kompliziert gefühlt für mich ist. Ich denke so, oh, das verstehst du doch im Leben nicht. Und, ja, deshalb lasse ich das Xeno machen. Schon deshalb, weil so gesehen in erster Linie ist es hier auch Xenos PC und ich habe Angst, irgendwas zu löschen oder so. Weil der sich das alles so für sich parat eingestellt hat. Und wenn ich da irgendwas verändere... Dann ist aber Not am Mann. Dann krieg ich Ärger. Und das wollen wir ja nicht. Weil er liebt mich zwar, aber irgendwo hat seine Liebe auch Grenzen. Was vollkommen in Ordnung ist, aber ihr versteht das bestimmt. Ne? Also das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Ich habe so gesehen keine Ausdauer. Das kann ja rein. Was wollen wir machen? Wir können erstmal gucken, was denn gefordert wird hier. Der Professor hat seinen Vitaminmangel, den man nur mit Baumfrüchten beheben kann. Eine Baumfrucht. Ja, okay. Melonensaat. Ich nehme, was du hast. Melonensalat. Oh mein Gott, ich habe Melonensaat gelesen. Aber Melonensalat. Okay. So, für Flora eine beliebige Baumfrucht. Das ist ja nicht das Problem. Haben wir im Kühlschrank. Hey, Ult. Hallo Mimikma, schön, dass du da bist. Mir geht's langsam besser. Lass mich mal ran! Lass mich doch mal in den Kühlschrank, Mensch! Ich brauche eine Baumfrucht. Pfirsich, ja.
So, und jetzt lass mal kochen. Ich will wissen, was ich für den Melonensalat brauche. Zutaten wählen. Salat. Nee. Nach Rezept kochen, ne? Ballade. Was ist denn jetzt der Melonensalat? Nee, das ist was anderes. Melonensalat. Das da. Tomate und das. Funktioniert das? Ja. Und? Hat funktioniert. Ich fasse es nicht. Ich gehe jetzt erstmal auf Toilette. Wie geht's dir denn so? Ach nee, das war das Badezimmer. Oh, Himmel. Oh. Der Multivitaminsaft klatscht ja richtig rein. Holla die Waldfee. Gut, dann gehen wir erstmal zu Flora. Ja, da versucht man sich mal gesund zu ernähren und trinkt Multivitaminsaft. Kriegst ja einen Vitaminschock. Der war jetzt leicht säuerlich. Aber okay. Ich merke auch schon wieder, dass ich anfange zu schwafeln. Ach, Maike, hier will dir jemand Hallo sagen. Na los, beeil dich. Ach, komm schon, als ob. Ich stehe jetzt. Es ist eine Ente. Hast du schon einen Namen? Du musst ja einen Namen ausdenken. Ach, es ist übrigens ein Mädchen. Oh, such dir was Schönes aus. Oh mein Gott. Wie heißt das Entenmädchen von Trick, Trick und Track? Weiß das einer? Von DuckTales die. Okay, also es gibt mehrere Enten. Aber Dicky, Ducky und Ducky, also April, Mai und June, sind die Nichten von Daisy Duck, die gelegentlich bei ihr zu Besuch sind. Lese ich gerade bei Wikipedia. Aber wie heißt denn, die hatten doch immer nur ein Mädchen. Wo kommt denn jetzt auf einmal die drei her? Es war doch sonst immer nur eine. Wieso sind es auf einmal drei? Gibt auch Diddy Duck. Donner Duck, ach du Gott. Dagobert. Ey, wieso? Niki. So, Niki. Ich glaube, das war Niki. Niki im Neuen. Okay, danke. Weil ich war der Meinung, bei Trick, Trick und Track gab es immer nur ein Mädchen mit so rosa Schleife und so. Wie wird sie geschrieben? Niki. Aber gut, ich bin da schon so raus, ne? Aber wir haben eine Ente! Niki, gefällt mir auch. Schön, dich kennenzulernen. Ja. Wie haben wir das jetzt hingekriegt, dass da eine Ente rauskam? Ich hab's mega vergessen. Irgendwie haben wir's hingekriegt, ne?
Naja, gehen wir erstmal Blümchen pflücken. Und dann Flora finden. Na gut, ich bin, glaube ich, auch zu alt dafür. Ich habe das mal. Ich habe nie das lustige Taschenbuch gelesen. Da bin ich ehrlich. Oh, was ist denn? Wegen deinem Auftrag. Ich habe es aber manchmal so die Serien geguckt. Ach, meine Güte, vielen Dank. Das ist genau das, was ich brauche. Hier. Ich habe zwar nie die Taschenbücher gelesen, aber halt so dieses so. Es gab doch mal so Serien wie Dagobert. Nee, nicht Dagobert. Ach Gott, wie hieß er denn jetzt? Darkwing Duck. Ja, den habe ich zum Beispiel geguckt. Oder auch manchmal so. Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Mickey Mouse Club oder so, keine Ahnung. Wo denn auch so mal so Sachen aus Entenhausen oder sowas gezeigt worden mit Dagobert und Trick und Track und sowas. So, das habe ich früher auch mal geguckt. Ich habe mir die ganzen Disney-Sachen auf Super RTL angeguckt. Ich fand's gut. Nicht ehrlich. Ich hab die gern geguckt, die Disney-Sachen, konnte ich auch immer mitsingen. So Captain Baloo und Darkwing Duck und Ariel die Meerjungfrau. Und ja, zu Ariel die Meerjungfrau gab es mal eine Serie. Das war vor ihrem Abenteuer in die Menschenwelt. Jetzt da? Ja, war wirklich eine tolle Zeit. Was gibt's wegen deines Auftrages? Da. Hey, vielen Dank. Das ist genau das, was ich wollte. Genau. Das ist das, was ich wollte. Ich wollte nämlich hier was anpflanzen. Aber da sieht man auch, wie alt man selber schon ist. Einfach so mit diesen ganzen neuen Serien so. Hannah Montana hatte ich zum Beispiel nie Berührungspunkte. Ich weiß, dass es sie gab. Und ich weiß so im Groben auch, wo es ging, weil ab und zu mal irgendwie mal eine Folge lief. Aber so Hannah Montana zum Beispiel oder iCarly war, obwohl iCarly ist gar nicht. Weiß ich gar nicht, ob das auf Super RTL lief. Das war ja auch Nickelodeon und nicht Disney. Aber so diese ganzen neuen Sachen zum Beispiel, das ist an mir voll vorbeigegangen. So, jetzt wollte ich aber noch mal gucken. Sommer, Frühling bis Sommer. Können wir beides noch ernten? Ich meine, das ist ja auch in Ordnung. Ich stehe dazu, dass ich alt bin. Ich bin dieses Jahr 34 geworden. Ich stehe dazu. Mein Name ist Maika, ich bin 34. Und ja, ich spiele auch noch so Farmspiele. Und ich stehe dazu. Oh, habe ich den eines doppelt gemoppelt? Nee, ne? Sieht hoffentlich nur so aus. Weil theoretisch könnte ich daraus dann halt wieder Samen machen und die restlichen verkaufen. Und dann mache ich das immer mit denen hier so weiter. Was habe ich eigentlich hier drin? Tomate. Gute Tomate. Schaden. Aber Lilly scheint auch gesund zu sein. Das freut mich. So, wenn ich diese Ente jetzt hochhebe, ne, und dann ein Ei drunter ist, dann ärgere ich mich.
Ronald ist ziemlich temperamentvoll. Also für ein Tier hätten wir noch Platz, ne? Also für eine Ente, das wäre eigentlich ganz cool. Hätten wir so 4-4. So, noch für ein Mädel. Für ein Entchen. So, nee, das nicht. Du kommst da rein, das wollte ich ja alles verkaufen. So, jetzt geht die Sortiererei wieder los bei mir. Ey, ansehender Einsatz. Du hast 40 Aufträge erfüllt. Wahoo! Schon 24, 40 Wunder. 40. Also von euch kriege ich beide jetzt Früchte. Von dir kriege ich Früchte. Ihr seid, glaube ich, nächstes Jahr dran, ne? Kann ich ja schon mal runterschütteln? Ich meine, die sehen noch nicht so aus, als wären sie reif, aber kann ja sein, dass sie irgendwann runterkommen. So, 10 Stunden, ne? Warten wir mal bis 18 Uhr. Hi, Mausi! Pipo, was führt dich hierher? Das ist meine Farm und ich lebe dort und ich arbeite dort. Was machst du hier? Hi, hallo, Pipo! Okay. Gehen wir mal die Katze nerven. Das ist eine seltsame Frage, wenn meine eigene Frau mich fragt, ja, was machst du hier? Soll ich wieder gehen oder wie? Hast du irgendein Geheimnis, von dem ich nichts weiß? Meine Frau macht mir Angst. So, dann hätten wir das auch. Ja! Ist ja nur eine Frage der Zeit, bis Bibbel und... Bärbel? Nee, Bibbel und Annika. Bibbel und Annika sind soweit, ne? Die sind richtig, genau. Ach, was mache ich denn mit denen? Holen wir uns noch... Das ist auch so eine Sache, ne? Wollen wir uns noch eine zweite Ziege holen? Dann ist das Ding voll, ne? Geben auch männliche? Nee, ne? Geben auch männliche Ziegen Milch? Das wäre jetzt mal interessant zu wissen, ne? Ah! Nee, Quatsch, die Ziege gibt, glaube ich, ja nur einmal, ne? Aber wenn du mal so guckst, wir kriegen täglich fast 4, also 4000. Das kann sich doch sehen lassen. Hm. Wir müssen uns auch überlegen, was wir denn im Herbst denn anpflanzen. Hi. Mein Leben ist jetzt so viel besser als damals jetzt in der Stadt. Ja, meins auch. Hm, Kind, was mache ich nur mit dir? Spielzeugkiste. Also das Kind hat viele. Sport aus aller Welt. Inspektor Gadget. 7 Weltwunder weiterleben. Du hast das Tagebuch von Ben gefunden, möchtest du es lesen? Ja, natürlich. Mama Maika scheint immer sehr beschäftigt zu sein, ist aber trotzdem total nett zu mir. Ich liebe Mama. Das ist ein Mülleimer, ja. Ein altes Bett, das hat man nie gehört. Privatsphäre wird groß geschrieben. Oh, die zwei schon wieder. Hey, Maika! Hast du kurz Zeit? Nein.
Also wenn du mich so fragst. Kurz bevor das Baby geboren wird, musst du seine Mama so isolieren. Mach das ab jetzt immer, alles klar? Ist ganz leicht, rede einfach mit der Mama und isoliere sie, wenn du meinst, dass das nötig ist. Hier, rede mit der Mama, wenn du glaubst, dass es Zeit für die Isolation ist. Ich freue mich schon total aufs Baby. Das ist so aufregend. Ja gut, dann müssen wir jetzt Bibel und Annika isolieren. Jedenfalls einen davon. Habe ich jetzt? Jetzt habe ich gar nicht gucken können. Zwecks Eier und zwecks Wetter. Nehme ich einfach rausgeholt, ne? Sowas Frisches aber auch. Okay, scheint die Sonne. Das wollte ich doch wissen. Ich habe halt die Schafe gestern nur gebürstet und halt nicht, Warte, du siehst aus wie ein dickes Schäfchen. Ein zu dickes Schäfchen. Ah, das ist Meduni. Ja, ich dachte, ich soll mit ihr reden. Bibel und ihr Lamm scheint es gut zu gehen. Ja, aber... dann halt nicht. Ich wollte gerade Bibel isolieren. Aber vielleicht geht das nicht. Vielleicht muss ich dafür die Bürste weglegen. Versuchen wir gleich nochmal. Mäh. Ah, vielleicht ist sie auch noch gar nicht so weit. Oh, das wird aber mega Knete geben, ne? Guckt euch das an. Das wird mega Knete geben. Philipp! Blüht eine Ewigkeit. Aber ich kann sie nicht isolieren, also wird sie noch nicht so weit sein. Irgendwo war hier noch meine Ziege. Gut, ich muss jetzt nicht mehr neben der Ziege stehen, das geht auch gut. Jetzt machen wir Schnippschnapp. Schnippschnapp. Und das Fell ist ab. Jaha, ich hab doch euch schon verstanden. Kinders. So. Ja, schrei doch nicht so. Ich meine, entspann dich. Es wird alles vollkommen easy. Da habe ich jetzt von jeder auch meine Milch. Braune, normale, Marmor und Sternmilch, ja. So. Dann gehen wir jetzt nochmal rein. Weil unsere Annika, die braucht ja auch was zu fressen, ne? Ah ja, stimmt ja, hier gab es ja keine. Na komm, spring du. Hier gab es ja keine Kamera. Steh auf! Jetzt brauchen wir aber noch einen Namen für Annikas Baby. Haben die Hühner jetzt eigentlich drinnen ihre Eier gelegt? Oder haben die überhaupt keine Eier gelegt? Die haben gar keine Eier gelegt. Na schön, jetzt wird erstmal gegossen. Komm, das sieht doch gut aus. Ja? Ja, komm, das ist doch noch richtig große. Die kannst du mir noch geben. Dankeschön. Die Bananen müssten jetzt soweit sein. So hab ich's doch gern.
Und die Pfirsiche müssten auch soweit sein. Dann könnten wir aus den Feldfrüchten hier die Baumfrüchten ja auch noch ein paar machen. Ey, das wird so viel Geld geben. Das regnet Geld, Leute. So. Das Mädchen. Oh, ich habe die gar nicht zweimal gestern gegossen, ne? Oha. Die sind neu, oder? Die haben wir, glaube ich, noch nicht einmal geerntet. Nee, okay, ihr seht noch nicht so weit aus. So. Dann gucken wir jetzt mal in den Kühlschrank. Ich wollte eigentlich heute noch mal in die Mine gehen. Was haben wir hier? Pfirsich A. Hier haben wir Pfirsich B, ne? Gut, dann kommen davon erstmal drei rein. Banane B blieb Banane B. Orange B ist auch Orange B, okay. Orange? Sieht nicht so aus, als hätten wir sowas. Na gut, dann kommen davon drei rein. Und davon kommen drei rein. Sortieren wir mal das Ganze, dann sehe ich das auch besser. Ja, das macht schon mehr Sinn so, ne? So, dann wurde mir ja gesagt, ich kann viel mehr Geld verdienen, wenn ich meine Feldfrüchte zusammen verarbeite. Dann machen wir das doch. Guck mal, dann gibt's und davon vier. Und davon vier. Und davon die drei. Na komm, dann kriegst du noch einen Pfirsich rein. Nee, gar nicht. Ich glaube, das bringt mehr. Ja, ich weiß. Aber das macht nichts. Hatte ich nicht noch irgendwas in Auftrag gegeben? 45.000, ja, als ob. Einrichtung bestellen. Warte lieber. Ah, haha. Okay, also der ist noch dabei, den Einrichtungs... Okay. Den Verarbeitungsraum zu machen. Ja, okay. Ich wusste doch, dass wir noch irgendwas in Auftrag gegeben hatten. Ich war mir aber nicht mehr sicher, was. Der angelt hier! Ja, Entschuldigung. Ja, schon. Auch wenn es gerade meiner Meinung nach schon ein bisschen zu spät ist zum Dingsen, aber was soll's. Oh, oh, oh. Ja, der lacht manchmal so wie der Weihnachtsmann, ne? Irritiert mich zutiefst. Aber das, was wir ja hier so sporadisch schon finden, könnten wir ja schon mal ausgraben. Da haben wir wenigstens ein bisschen was. Ich hoffe, das tut jetzt den Feldfrüchten nichts Schlimmes, dass wir die jetzt gestern nicht nochmal gegossen haben. Aber ich denke, das wird schon. Dafür haben wir sie ja gedüngt. Lass mich doch da mal ran. Danke. Ich muss erst mit dem Rücken zu dir stehen, ne, damit wir uns beide nicht dabei angucken, was wir da machen. Verstehe ich. Ich habe etwas Merkwürdiges gefunden. Max, danke schön für deinen Raid. Danke dir. Und hallo Starfire. Und Max raidet mich mit vier Leuten. Dankeschön und hallo Starfire. Schön, dass ihr da seid. Was habt ihr denn gespielt? Ich glaube, ihr hattet, hatte ich glaube ich gesehen, Diabolo gespielt, ne?
Moment, geheim. Tipp. Ich habe es jetzt richtig geschrieben. Max ist nicht. Okay, dann viel Spaß im Lurk und Dankeschön für den Raid. Max hat WoW gespielt und in seiner Pause Diablo 4. Ja, ich merke schon, Max ist multitaskingfähig. Er kann mehrere Wachen mit einmal spielen. Na komm. Uhuhu, einen goldenen Gegenstand gefunden. So, damit wir das jetzt schon mal haben. Alles offensichtlicher haben wir ausgebuddelt. Das ist sehr gut. Wie, Starfire, wie gefällt dir denn Diablo 4? Ich bin halt so skeptisch. Ich habe erst gehört, das wurde total gehypt und dann war man total verärgert über das Spiel und dann spielt es irgendwie gefühlt keiner mehr. Hey, Skinner. Hast du auch Diablo 3 gesp 4 gespielt? Oder warst du einfach nur bei Max drin? Das sieht nach einer Münze aus. Na komm schon. Gib es mir. Dankeschön. Eine alte Münze gefunden. Skinner, falls dir das nicht aufgefallen sein sollte, ich habe mal den Titel bei Fae Farm bei dir mal ein bisschen geändert, weil du den Hashtag, du hast zwar den richtigen Sinn gehabt, in deinem Titel den Hashtag zu verwenden, du hast ihn aber falsch verwendet. Du hättest Fae Farm musst du halt bei Hashtags leider zusammenschreiben, ob du willst oder nicht. Auch wenn es grammatikalisch falsch ist, die Wörter müssen alle zusammen in ein. Sonst funktioniert das mit dem Hashtag nicht. Du warst nämlich nur Hashtag Fay. Ist mir mal so nebenbei aufgefallen. Also, wenn ihr einen Eindruck von Fay Farm haben wollt, dann müsst ihr entweder warten, bis ich mein Reingeschaut-Video gemacht habe. Oder ihr schaut bei Battlux, genau. Ihr findet ihr in der Video, nicht in der Videobeschreibung, aber bei meine Kanäle, die ich so empfehle. Er hat da so zwei, drei Parts zu dem Spiel schon mal hochgeladen. Um einen Eindruck zu vermitteln. Jetzt komm schon. Ja, das ist eine Münze. Wie tief kann die denn stecken? Eine alte Münze gefunden. Habe ich jetzt schon dreimal gebuddelt? Ich weiß das nicht. Ich sehe eh nichts. Oh, fertig mit dem Kram für heute? Ja, auf jeden Fall. Gut, gehen wir nach draußen. Ein weiterer produktiver Grabungstag, hoffe ich. Erlaube mir, einen Blick auf deine Fundstücke zu werfen. Hier. Ich zeige dir mal meine Münze. Es scheint leider nichts dabei zu sein. Nehmt den heutigen Fundstücke gern mit, mache ich. Und das wäre dann alles für heute. Ich finde es schade, dass man dem nur einmal im Jahr im Prinzip was geben kann, weil der immer nur eine Sache möchte und die findet man meistens bereits im Frühling. Da ist das ein bisschen schade, aber. Celina! Nee, Quatsch, du bist gar nicht Celina. Cecilia, ich war nah dran. Hallo Maika, ich habe mir von den Feldfrüchten etwas gewünscht. Ich wünsche mir auch so einiges. Toll, such dir aus, was du möchtest. Okay, ich kann noch mal Tomaten ernten. Im Herbst. Ja, das klingt gut. Gib mir. Noch nicht.
Frühling, Erdbeeren. Wollen wir eigentlich wieder irgendwas mixen? Klingt gut. Die Frage ist, was wollen wir denn mixen? Wir könnten Tomaten und Erdbeeren mal mixen. Ah, so. Melonen kann ich noch mal. Klingt gut. Steckrüben, die gehen immer. Tomaten und Erdbeeren wäre, glaube ich, auch mal eine coole Kombination. Die wären auf jeden Fall dann im Herbst möglich. Winter bis Frühling, Kartoffeln wird schon mal nichts. Karotte. Die Karotten kann ich auf jeden Fall. Katsching! Noch nicht. Waren Karotten jetzt das letzte? Nee, Süßkartoffeln. Süßkartoffeln nochmal 18 Stück. Noch nicht. Dann nehme ich davon mal 20. Also nochmal 20 mit. Und nochmal 20 Erdbeeren und dann versuchen wir die mal zu kreuzen. Was könnte man noch kreuzen? Ich meine, du kannst im Prinzip alles kreuz und quer kreuzen. Ich meine, die Wassermelone könnte ich ja nicht im Herbst, ne? Dann machen wir mal die. Plus die Süßkartoffeln. Dann müsste die Frucht, die da rauskommt, eventuell rauskommt, dann natürlich doch auch im Herbst wachsen wahrscheinlich. Klingt gut. Jetzt bin ich fertig. Fertig mit der Welt, auf jeden Fall. Hoppala. Na du? Hm? Ja, komm, du kriegst dein Lied. Hier. 100. Aber bitte sing nicht. Und er singt. Ich finde es schade, dass man immer nur so 100, also 1, 10 und 100 geben kann, weil theoretisch könnte ich ihm ja mehr geben. Dann wäre es ja eigentlich cooler, wenn ich ihm ja theoretisch dann auch mehr spenden könnte. Wann sind die denn gewachsen? So, das heißt, für den Herbst sind wir praktisch schon mal vorbereitet. Was das Saatgut angeht. Und mixen werden wir dann in den nächsten Parts. Das machen wir nicht jetzt. Ihr kommt jetzt eh gleich mit. Davon kommen schon mal 18 rein. Davon kommen 18 rein. Ihr. Und davon 18. So, habe ich irgendwas vergessen? Nee. Erdbeerkarotte haben wir auch schon mal. Herbst bis Frühling. Mäh. Eine Mu, eine Mäh, eine Tä. So, die wollte ich mixen. So wird ein Schuh draus. Jetzt holen wir uns noch die Tierchen. Wie, noch nicht bereit? Was soll das? Och, jetzt stellt euch nicht so an. Okay, du bist nicht die Ente, die ich will. Wo ist die eine Nagnag-Ente? Nee, du bist ein Huhn. Da ist eine Ente. Mensch, Daisy! Na gut, dann werden wir erstmal gießen. Gießen erscheint mir jetzt sinnvoller.
Und wir könnten auch nochmal Bäume ernten. Bäume mixen. Ey, dass ich so kaum Energie hab, ne? Das ärgert mich so. Aber gut. Wird schon was. Weil das Gute ist, selbst wenn mir jetzt noch die Energie fehlt, beziehungsweise Energie flöten geht, man muss ja nicht ins Krankenhaus. Ein Krankenhaus gibt's hier ja nicht mal. Es reicht, wenn ich jetzt... Was passiert? Hey, Maika, das Feuerwerkfestival findet heute statt. Ja. Der einzige Grund, warum wir es jedes Jahr durchziehen, ist, weil die Leute immer darum bitten, unsere Arbeit in Aktion zu sehen. Du kommst doch auch, oder, junge Hüpfer? Ja. Prima, so, jetzt heißt es aber Abmarsch für uns. Oha. Oha, ich habe die voll vergessen. Ach, meine Tiere werden mich gleich hassen. Hast die ganze Familie im Schlepptau, was? Wie nett, es ist immer gut, Zuschauer zu haben. Dafür machen wir die Show, ja. Mm. Oh nein, meine Tiere sind da noch draußen. Naja. Ach, die drei. Alles klar, Leute. Gleich geht's los. Alles schön nach oben gucken. Also wisst ihr Bescheid. Nach oben gucken, aber nicht direkt rein. Macht nur blind. Tamaya! Wer ist denn Tamaya? Das hat er auch mal aus einem Buch über Feuerwerk. Maya! Okay. Was ist los? Hey, was heißt eigentlich Tamaya? Ich habe null Ahnung. Ach, das ist eine gute Frage. Was könnte das wohl bedeuten? Stand das nicht im Buch? Ich werde mal Onkel Takakura fragen. Ja, frag den mal. Hey, hey, Onkel Takakura. Der weiß das bestimmt. Ach, Ben. Er fragt mich ständig Sachen, die ich nicht weiß, und dann fällt mir keine passende Antwort ein. Ich will ihm doch nicht das Lernen verderben. So oder so bin ich froh, dass er so vielfältig interessiert ist. Ich glaube, er hat eine spannende Zukunft vor sich. Was heißt denn jetzt Tamaya? Ey, so ein Mist, ey. Ich wollte die Tiere noch melken. Jetzt sind die draußen und jetzt zicken die gleich rum morgen früh. Alles Gute ist nicht beisammen, ey. Rein mal mit dir in den Stall. Es tut mir leid. Werdet ihr jetzt nicht nochmal gemolken? Ärgerlich, aber was soll man machen? Dann werde ich vielleicht einfach... Komm, das funktioniert doch noch, oder? Ohoho, knapp! Knappe Kiste, aber es hat noch funktioniert. Dann gehen wir lieber jetzt ganz schnell schlafen. Ich hab die voll verranzt, ey. Frau schläft schon mit Lockenwickler im Haar. Und die strömen vom Essen. Gut, ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.